Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterten Resident Evil Fans, und willkommen hier zurück zur Let's Play Resident Evil 2, dem Remake. Und ich zocke das Ganze natürlich auf dem PC. Wir haben beim letzten Mal herausgefunden, dass wir ein paar Schrecker suchen müssen. Und zwar brauchen wir noch ganze drei Stück: den Turm, die Dame und der König. Und genau das werden wir heute machen. Nebenbei sammeln wir noch die Karte der Kanalisation ein. Und so sieht das Ganze dann endgültig aus. Und das ist noch einiges, was wir hier machen müssen. Wir werden allerdings jetzt erstmal hier rüber gehen in den Aufbereitungsraum, der sich hier befindet. Denn hier haben wir beim letzten Mal noch diesen Schalter gedrückt. Und da werden wir dann heute quasi weitergehen. Munitionstechnisch sieht es noch relativ gut aus. Wir haben noch 14 Schuss von der Schrotflinte. Wir haben noch unsere normale Pistolenmunition. Und wir haben natürlich auch nochmal die Magnum. Also, von dem her kann es eigentlich nur gut funktionieren. Oh, die Tür ist auf. Okay, hier geht's nach unten. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will erstmal da hinten hin. Da hinten hin, weil da hinten sehen wir, hier gibt's eine Schanzerbahn. Okay. Und da wird's wahrscheinlich auch irgendwie was geben. Oh, ein rotes Kraut, oder? Jawohl. Ich habe momentan kein grünes Kraut, aber ich nehme das mal mit. Das nehme ich einfach mal mit. Und hier finden wir auch ein Werkzeug. Und das werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Nehme ich mal an. Um weiterzukommen. Wir haben ja beim letzten Mal auch ein paar Wege gesehen, wo wir nicht hinkommen. Da brauchten wir auch genau, glaube ich, dieses Werkzeug. Lieferschein. Folgende Artikel wurden an den in ihrer Bestellung aufgegebenen Ort geliefert. Einmal hitzebeständiger Tresor. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite des Tresors vermerkt. Bitte vor Benutzung des Tresors entfernen. Okay. Ein Tresor. Und damit haben wir hier unten noch alles gemacht. Dafür ist ja die Karte nach wie vor praktisch. Aufbereitungsraum. So, da hinten waren wir dann noch nicht. Wir sind an der Tür vorbeigelaufen. Da hinten. Genau da, wo der Zombie liegt. Natürlich da, wo der Zombie liegt. Der bestimmt gleich aufstehen wird. Der hat auch ein Kraut. Puh. Inventartechnisch sieht es jetzt nicht. Der hat ein. Ich glaube, ein blaues Kraut. Moment, muss ich erst. Nein, okay. Zweimal nach links, 12 nach rechts und. Also 2, 12, 8. 2. 12. 8. Fuck. Fuck. 2. Nochmal 2. 12. 8. Bingo! Was haben wir denn da drin? Schrotflintenschaft. Spezielle Zubehör für die W870, dass sie so stabilisiert, dass man in einem Schwung feuern und nachladen kann. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt an, würde ich sagen. Werden wir gleich auch ausrüsten. Kombinieren mit unserer Schrotflinte. Also haben wir das abgegradet. Das war klar, dass du aufstehst. Es war so klar, dass du aufschießt, wenn ich dieses scheiß Kraut haben will. Aber tschüss. Aber tschüss, sage ich dann nur. Rotes und blaues Kraut. Wir können ja mal aus Spaß mal alles mixen. Moment. Gemischte Kräuter. Diese Mixtur aus drei verschiedenen Kräutern stellt die Gesundheit komplett her, mindert erlittenen Schaden und schützt kurz vor Gift. Mindert erlittenen Schaden und schützt kurz vor Gift. Okay. Klingt nicht verkehrt. Ein grünes Kraut. Nein. Du kriegst die Handgranate. Und du kriegst das Messer rein. Grünes Kraut, das nehmen wir direkt mit. Das Messer kannst du mir auch bitte geben. Dankeschön und tschüss. Nein, hoch. Den Schalter betätigen.
Okay, da habe ich jetzt nicht alles. Da brauche ich ein Werkzeug, oder? Ja, okay, das ist die Vertiefung, okay. Komm, mach dieses fucking Tor auf. Oh mein Gott. Rechts. Rein damit. Ganz schnell rein damit. Und dann machen wir ganz schnell die Fliege. In der Hoffnung, dass da nichts mehr war. Huh. Oh mein Gott. Okay, ich käme noch mal runter. Will ich das? Will ich noch mal runter? Der eine steht doch bestimmt auch gleich auf. Ich kenne doch mein Glück. Also die Gürteltasche nehme ich auf jeden Fall mit. Moment mal, die Kräuter könnte ich auch kurz kombinieren. Ja. Ich habe ein bisschen zu viel Heilung mit, würde ich sagen. Ich muss Schrecker finden, 3 Stück. Das heißt, ich brauche Minimum 3 Slotplätze, ne? Ich fahre nochmal runter. Ja, da ist doch sogar noch was. Sogar was Wichtiges, ey. Schrotpatronen! Die kann ich nicht hier so liegen lassen. Das geht gar nicht. Schrotpatronen müssen wir haben. Die brauchen wir. Ich lasse den Film da erstmal liegen. Ja, genau. Ich lasse den Film da erstmal liegen. Den Stecker haben wir nämlich da hinten. Komm, nehme ihn. Nimm ihn und weg. Ja, dadurch haben wir hier hinten den Weg nicht mehr. Dann haben wir hier noch eine... Die ist verschlossen. Da brauchen wir einen Schlüssel, okay. Da brauchen wir einen Schlüssel. Das heißt, jetzt geht es hier wieder nach unten. Okay, die will ich am liebsten nicht aufwecken. Dich auch nicht. Okay, das funktioniert. Jetzt befinde ich mich hier unten. Moment. Wieder meine tiefen Kanalisation, ey. Oberkanal. Dahin sind noch Schrotpatronen. Rechts komme ich nicht weiter. No. Das heißt, ich bin gezwungen, nach links zu gehen. Dann nehmen wir die Schrotpatronen mit. Hoffentlich komme ich da hinten weiter. Die Schrotpatronen nehme ich auch mit. Oh. Leon, beeil dich. Tu mir einen Gefallen und beeil dich. Haben wir. Okay, wir haben ja alles. Dann immer geradeaus und dann links. Nee, nicht hier. Hier. Jawohl. Hier geht's auch direkt weiter. Perfekt. Das Werkzeug haben wir. Ja, nice. Es läuft. Es läuft. Ich habe die Kanalisation schlimmer vorgestellt. Jetzt geht's hier runter. Okay. Was will mir jetzt hier so Angst machen? Da ist was drin. Ein Schlüssel. Perfekt. Oh, das ist ein grünes Kraut.
Okay, hier haben wir alles. Oh, das sieht sehr einladend aus. Nicht sehr einladend sieht das aus. Was ist hier? Ah, okay. Machen wir das auch mal kurz auf. Denk mal, das war's dann, oder? Nee, das war's noch nicht. Hier komme ich dann quasi wieder hoch. Ah, in den Kanal. Okay, das ist quasi der Shortcut. Wobei, das grüne Kraut kann ich nehmen. Das grüne Kraut kann ich nehmen. Oh, ich hab da recht. Ich hab das Gefühl, da kommt was. Alter, guckt euch das mal an. Der Raum ist groß. Ich kann das grüne Kraut eher mich direkt heilen. Ja. Wir haben eigentlich so viel Heilung, ne? Wir haben so viel Heilung eigentlich. Was ist das? Was zum Teufel war das? Wollen wir das wirklich wissen? Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Das habe ich auch das Gefühl. Ist hier irgendwas eingezeichnet? Ich muss darüber. Ja, fuck off, ey. Was bist denn du? Ist das wie down? Ja. Gib mir das Messer. Das war nicht das einzige. Nee. Scheiße Sackgasse. Oder? Ja. Ah, schade, ich wurde gerade vorbei. Ich hab ein Messer. Nein! Ich hab nichts mehr, nein! Oha, das vergiftet mich. Ganz schnell. Falsche Richtung, ne? Ja. Oh, noch eins. Moment mal, ich bin komplett geschützt, kann das sein? Ich nehme gerade absolut keinen Schaden. Ey, das Kraut ist geil. Aber die vergiften dich direkt. Ach du Scheiße, ich habe kein Messer mehr, ne? Ne. Holy moly, ey. Holy moly. Holy moly, ey. Okay, wo bin ich jetzt hier? Im Vorratsraum. Ein Elektroteil. Ja, ganz toll. Moment. Da war auch noch eins. Okay. Queen. Ja, die Queen haben wir doch jetzt, oder? Moment. Untersuchen. Dame und Turm. Okay. Tue ich mal die Dame hier rein. Jetzt öffnet nämlich diese Tür.
Und hier brauchen wir... King, König. Oh! Eine neue Waffe. Die will ich haben. Die will ich haben. Du fällst doch runter. War doch klar. Das ist dann der König. Ja, ganz toll. Das ist der König, oder? Ja. Ich will die... Komm mal her. König. Der passt ja hier rein. Genau. Und dann... Chemischer Flammenwerfer. Halten Sie Feuer, um den Flammenwerfer abzufeuern. Je länger Sie auf ein Ziel feuern, desto größer werden die Flammen. Cool. Ah, und die Tür kann ich jetzt aufmachen. Okay. Ja, aber ich brauche die beiden Schkecker. Ich brauche die beiden Schkecker. Jetzt bist du tot. Den König nehme ich mal wieder raus. Moment. Das ist die Dame, ne? Ja. Und das war auch die Dame. Da muss ich nämlich nicht mehr lang. Stecke ich hier die Dame rein. Da. Da komme ich hier wieder raus. Da ich aber die Dame noch brauche, tue ich hier den König wieder rein. Genau. Dann öffnen sich die Türen nämlich. Dann kann ich die Dame nehmen. Und da bin ich wieder raus. Doch. Cooles Rätsel. Da müsst ihr zurückdenken. Also bei solchen Rätseln zurückdenken. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich wieder durch diese Arschlöcher zurück. Oh, da habe ich... Scheiße, habe ich ein braunes Kraut liegen lassen. Fuck. Ich habe das blaue Kraut da hinten liegen lassen. Weil die vergiften dich ja. Die vergiften dich ja. Moment, das wäre, glaube ich, auch gar kein Problem, das kurz zu holen. Wartet mal ganz kurz. Ich hole die nochmal. Ich hole das nochmal hier. Und dann kombiniere ich das. Genau. Dann habe ich nochmal diese super Mixtur. Die echt geil war. Und jetzt könnte ich auch noch das Rote nehmen. Und damit haben wir hier alles. Sehr schön. Mit den Schkeckern die Tür öffnen. Moment. Mit den Schkeckern die Tür öffnen. Hier oben haben wir den Weg freigeschaltet. Und da, von da oben kamen wir, oder? Ja, genau. Dann haben wir den Arbeiterraum. Und da oben muss ich hin. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Und sonst haben wir auch alles geholt hier, ne? Außer im unteren Kanal, hier fehlt noch irgendwo was. Da bin ich aber nicht zurück, da war das eine Mistvieh. Genau wie hier. Munition hätte ich noch. Messer habe ich keins mehr, ne? Ne, es hat das Vieh noch.